Swissmoto 2019 ist langsam zu Ende oder definitiv zu Ende. Aber in meiner Sicht ist das wirklich wieder mal eine coole Messe gewesen. Es hat viele Leute gehabt und viele TÜV in der Messehalle, aber auch draußen dank dem schönen Wetter. Aber eigentlich möchte ich das Ganze noch eine kleine Einschätzung haben vom Yves Vollenweider, Messeleiter von der Swissmoto, der da vis-à-vis von mir steht. Und Yves, kannst du eine kleine Einschätzung geben, wie Swissmoto 2019 aus eurer Sicht, aus Sicht der Messeleitung gelaufen ist? Sehr gut, sehr friedlich, interessierte Leute, sehr viele Leute, wie du gesagt hast. Wir hatten über 70'000 Besucher gehabt. Wir hatten zwar ein bisschen weniger Besucher als im letzten Jahr, aber also, das hat man gar nicht gemerkt. Also. Und eben, die absolute Zahl, ob es jetzt 72'000 oder 74'000 sind, das spielt wahrscheinlich gar nicht so eine grosse Rolle, oder? Nein, in meinen Augen nicht. Es waren 70'289 Besucher, wenn man es ganz genau nimmt. Und wichtig ist ja, dass die Qualität der Besucher stimmt. Jetzt war es schön Wetter. Das heisst natürlich, dass die ein oder andere, wo es einfach langweilig ist, wenn es mal schlecht Wetter ist, kommen halt dann nicht. Und da ist ja jetzt auch niemand so traurig drüber. Also wichtig ist ja, dass wir die richtigen Leute da haben. Und ich meine, es sind Scharen von Leuten. Also es ist ja, ich meine, es hat bestätigt, dass das, was wir machen, sicher nicht falsch ist. Genau, jetzt... Sie hat Aussteller. Ich nehme an, du warst auch bei den einen oder anderen Aussteller gewesen, gehen fragen und schauen. Und was sagen die so im Groben? Ja, also wir haben wirklich, ich würde mal sagen, 95% wirklich positive Rückmeldungen gehabt. Und dann vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die besser sein können. Das hat man halt immer. Man kann immer wieder etwas daraus lernen, immer wieder neue Sachen probieren. Aber die Feedbacks waren sehr positiv gewesen. Und wir haben wirklich, glaube ich, einen super Saisonstart gehabt. Wir freuen uns jetzt alle zum TÜV fahren. Das ist so, definitiv. Vielleicht noch die zwei letzten Fragen. Erstens, ein kleines Highlight von dir, oder was war das grosse Highlight für dich von dieser Swissmoto? Es gibt ja kein Swissmoto, ist gleich wie die anderen. Es ist wirklich, das zeichnet die Messe aus, mit den verschiedenen Sonderschauen, die es immer gibt. Gibt es da etwas, was du könntest jetzt so spontan rauspicken? Ja, also ich finde halt mega cool das Pitbike-Promi-Rennen, das wir hier gemacht haben heute. Das war richtig geil gewesen. Mit dem Domi Egerter, der auch dieses Jahr wieder mitgefahren ist. Und wir finden es mega cool, dass er da einfach mitmacht. Völlig unkompliziert. Kommt da einfach. Und natürlich auch, wie sich die Aussteller präsentiert haben. Also ich meine, das ist ja nicht einfach ein bisschen TÜV vorgestellt, sondern jeder lebt das, macht das mit einer Leidenschaft. Und ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, wieder das TÜV fahren richtig darstellen, in ein gutes Licht stellen. Und ich glaube, jetzt ist wirklich einfach gut, dass jetzt die Messe vorbei ist und die Saison anfängt. Also dem stimme ich voll und ganz zu. Und eben noch als Letztes, nach der Swissmoto ist auch wieder vor der Swissmoto. Also wenn dann die schöne TÜV-Saison, die jetzt aber erst anfängt, wenn dann die irgendwann wieder vorbei ist. Aber auch dann, eben, es kommt wieder ein Winter und wieder ein Swissmoto im 2020. Kannst du schon, weißt du schon das Datum, wann die ist? Und kann man da schon irgendetwas verraten oder irgendwie etwas, wo man sich vielleicht jetzt auch schon freuen kann? Ja. Also jetzt, gut, wir haben schon Ideen natürlich im Köcher, aber die sind jetzt wirklich noch nicht spruchreif, das ist klar. Im April wissen wir dann mehr natürlich, jetzt müssen wir mal die Messe mal einfach mal, jetzt ist ja noch Abbau und alles, und dann haben wir gewisse Kreativphase, wo wir dann im April dann endlich wieder die neuen Themen definieren. Ideen haben wir natürlich wie immer natürlich schon viele. Müssen wir mal schauen, welche das sich umsetzen lassen. Ja. Ja, Yves, also dem stimme ich absolut zu. Es ist eine coole Messe und jetzt freuen wir wirklich uns definitiv auf die neue Saison. Aber kann man schon sagen, wenn im 2020 die nächste Swissmoto wird sein, dass man sich das in der Agenda oder im Smartphone kann speichern? Ja, die Swissmoto 2020 findet vom 20. bis 23. Februar statt. Also sollte sie, ist immer so geplant. Super, also vielen Dank, Yves, für das kurze Feedback und die kurze Einschätzung von der Swissmoto 2019. Ich wünsche auch dir eine gute TÜV-Saison. Ja, danke. Merci vielmals. Ciao.